Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Moment, ich fange hier ein paar Pokémon. Da kam gerade so ein Cluster-Spawn. Alola Kleinstein war da auch noch, also hoffentlich kriegen wir den noch. Auf jeden Fall, habe ich euch das schon gesagt? Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Mit einer neuen Folge. Und zwar wollen wir heute mal endlich wieder ein paar Sachen pushen. Bin ja in letzter Zeit dazu nicht mehr gekommen, weil einfach zu viel los war. Aber zum Beispiel, ja, da ist er noch. Wollte ich noch ein paar Sachen aus der Safari-Zone Dortmund pushen. Leider kein Corazon, ich habe jetzt alle meine Corazon gecheckt. Und das Beste, was dabei war, war ein 89er. Das ist mir doch ein bisschen zu low. Klar, kein 100er. Ich wäre auch mit einem 96er, 98er zufrieden gewesen, aber 89? Dann doch nicht. Vielleicht kriege ich dann durch Tausch oder sowas ein besseres. Heute werden wir pushen, Ergodactyl. War ja jetzt dann bei der Safari-Zone ein Event-Pokémon. Kam auch ein paar 100er. Und jetzt dann beim GoFest auch. Momentan auch erhöhte Ergodactyl-Spawn-Rate. Und dann natürlich Roselia. Ja, den kann ich behalten. Ich habe zu viele Bonbons. Roselia. Und dann habe ich mir noch überlegt, vielleicht noch ein drittes. Aber ich glaube, die zwei reichen erstmal. Dann die Tage Mino und Plustel für das GoFest-Special. Und... Ah ja, Ding war auch eigentlich ein Event-Pokémon. Bei der Safari-Zone in Dortmund, Baumpel. Also das werde ich jetzt nicht auf Max pushen. Was ich aber noch auf Max pushen werde, was auch ein Event-Pokémon war, bei der Safari-Zone Dortmund, ist mein Letterking. Bummels war ein Event-Pokémon, Letterking wird demnächst auf Max gepusht. Und natürlich mein 98er, der momentan ganz oben ist, der wird dann weggeschmissen. Also freut euch darauf, wo ich mein bestes Pokémon wegschmeißen werde. Und dann ein neues, bestes Pokémon maxen werde. Aber wie gesagt, fangen wir jetzt erstmal an mit Ergodactyl und Roselia. Ein Shiny habe ich und ein 100er Awesome Raid. Jetzt bei der Safari-Zone Dortmund habe ich keinen bekommen. Das war ein V-Check. Bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. Safari-Zone Dortmund keinen bekommen. Aber ja, da hätte ich eh nur einen Corazon gebraucht. Und jetzt dann, momentan gibt es ja keine Maps, also hier jetzt da auch nicht. Da hätte ich gerne ein Schneckmock 100, das fehlt mir noch. Ist ja momentan auch irgendwie erhöht. Und Knackleon. Aber wie gesagt, no map, no life. Nee, no map, no game. Sagen wir es so. Aber ja, gut, aktuell immerhin. Ein seltenes Pokémon. Zumindest war es selten bis jetzt die zwei letzten Wochenenden oder die letzten paar Wochenenden, wo der dann durch die zwei Events relativ oft kam. Und natürlich das Gesteins-Event letztes Jahr, da war er auch relativ oft. Da hätte man sich eigentlich auch bereits 100er abstauben können. Kriegt eine Mega-Entwicklung, habe ich gehört. Bis Ancient Power, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das so ideal ist, das Moveset, aber werden wir eh nicht verwenden. Beziehungsweise dann vielleicht irgendwann mal später. Dann können wir es noch immer abändern. Wobei, ich habe eigentlich genug, also Lade-TM kann ich auf jeden Fall. Ich meine, Schnell-TM. Steel Wing. Ist es besser? Okay. Ich weiß, er kann Hyperstrahl, kann er auf jeden Fall. Das will ich, glaube ich, auf jeden Fall nicht haben. Dann die Gesteinsattacke und noch irgendwas. Schreibt natürlich unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Die letzten paar Events mit Ergodactyl. Davor, vor Chicago und Dortmund, gab es ja das Gesteins-Event 2.0, das zweite. Mit der Ergodactyl-Quest hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich weiß, da haben viele einen 100er rausbekommen. So. Oh, und damit fallen wir unter die 4 Mille. Schauen wir mal, ob wir heute irgendwo unterwegs sind. Wieder ein bisschen farmen, damit das wieder auf über 4 Millionen steigt. Ich habe noch nicht so viele Ergodactyl Max gesehen, also ich habe keine Ahnung, wie hoch der kommt.
Aber er ist jetzt schon bei 2-4, also eigentlich ziemlich solide und da geht noch eine Menge. Ja, da geht auf jeden Fall noch eine Menge. So. Eine Menge Stopp gibt er leider auch noch. Also, ja, wir müssen echt uns gut überlegen, was wir alles noch so pushen, weil wir haben nicht unendlich viel Stopp. Wobei jetzt dann demnächst wieder ein paar Staub-Events kommen. Wie zum Beispiel Sea der Evoli, dreifach Staub, 2 Tage lang. Okay, 2 Tage, 3 Stunden, also gesamt 6 Stunden. Nicht 2 Tage gesamt. So, 2,5 irgendwas. Sieht solide aus. Ja, 2,6 knackt er eigentlich auch noch, oder? 2,6, nee, nicht ganz. Ja, doch. Ja. Die 2,6 knackt er auch noch. So, letzter Push. 100%. 2608. Ja, solide, coole Sache. Der hat mich echt gefreut, wisst ihr ja, aus dem Raid bekommen. So. Und dann noch. Roselia. Das geht relativ schnell und fix. Ist Level 35 eigentlich, müsste es sein. Zwar mein Gift ist okay, kriegt ja eine Weiterentwicklung, also muss ich jetzt da nicht auf die Attacken achten. So. Und pushen. Der war nicht Level 35. Ich dachte, ich hätte einen Level 35er gefangen, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Schade. Der 35er wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Hätte uns eine Menge Staub gespart. Bonbons natürlich genug am Start. Beide Shinies aus Dortmund gefangen. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so aussieht mit Roselia. 100er Shiny. Shiny 100er. Puh. Und ich habe auch gesehen, Roselia kriegt sogar eine Vorentwicklung, wenn ich richtig gesehen habe. Eine Weiterentwicklung und eine Vorentwicklung. Alles in Gen 4, demnächst. Wir haben ja das Titelbild gesehen oder irgendein Bild da, wo die drei Gen 4 Starter drauf zu sehen waren. Und ich denke nicht mehr allzu lang. Jetzt dann so August, vielleicht September, sowas. Denke ich, würde Gen 4 kommen. Und danke Shini Gamago für dein Abo. Ich habe aus Versehen vergessen, das auszuschalten. Das war ein Stream-Setup. Für alle, die meinen Stream nicht kennen. Und ja, die Abonnenten werden immer eingeblendet. Danke für dein Abo, Mann. Ausnahmsweise ein Shoutout im Video, anstatt im Stream. Weil ich echt geplant habe, das auszuschalten. So. Ja, der war auf jeden Fall nicht 35. War sogar nur mittelmäßig, was das Level anbelangt. Das heißt, leider verlieren wir hier zu viel unseres Staubes. Aber ich bin bereit, ich habe eine Menge Inkubatoren und Sternstücke. Also sobald irgendwas mit Staub und Eiern aktiv ist. Weil jetzt dann, es gab ja EP für die Safari-Zone Dortmund und die ganzen Challenges. Jetzt für GoFest gibt es Bonbons als Belohnung. Mehr beim Fangen, doppelt Bonbon beim Fangen. Was ja krass ist mit Sanaa-Berge. Fürs Brüten gibt es mehr. Für Raids gibt es auf jeden Fall einen Sonderbonbon, das ist safe. Und reduzierte Kilometer für die Eier. Und dann beim dritten, bei diesem in Japan, da wird dann, glaube ich, die Staubboni freigeschaltet. Freigeschalten. Da können wir dann auf jeden Fall ein bisschen reinhauen. Schauen wir mal, vielleicht nehme ich mir Urlaub. 6 Monate arbeite ich da schon. Ich habe noch alles, ich habe mir erst 2 Tage, 3 Tage freigenommen. Ich habe noch eigentlich 2 Wochen, die ich mir gönnen könnte für Staub. Schauen wir mal. So. Doppelgift ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es gibt nicht so viele Giftangreifer. Aber wie gesagt, da kriegt ja noch eine Entwicklung. Dementsprechend sind die Attacken egal. Und ja, ist auch relativ low. Mal schauen, wie hoch die Entwicklung dann ist. Die haben wir dann direkt auf Max die Entwicklung. Also auch cool.
17, 18. Alles klar. 100% Roselia. Das überraschende Shiny-Pokémon von Dortmund. Spieletrend hat es erwähnt. Wenn man dort war, dann war es dann am Ende gar nicht mehr so überraschend, weil da gab es eine Menge Rosengarten und sowas. Und ja, hat eigentlich gut in die Location in den Park gepasst. Dementsprechend Roselia. Hat sich eigentlich schon was dabei gedacht. Ihr seht's, ja, den habe ich wild gefangen. Bei 14, 16 ist er schon. Puh, den, so einen hätte ich gebraucht als 100er. Schade, aber egal. Ja, das war's von mir. Über liken, subscriben, kommentieren. Shoutout an Felix, dass er mein Geschenk angenommen hat. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Lohnt sich auf jeden Fall. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.